Uns Gärtnern wird ja eigentlich nie langweilig. Und jetzt in Zeiten von Corona, wo wir viel daheim sind, da haben wir vielleicht sogar Zeit und Muße, mal das eine oder andere auszuprobieren. Wie wäre es zum Beispiel mit Obst und Gemüse aus Kübeln und Kästen, einem Balkon oder einer Terrasse für Selbstversorger? Ich habe mir zu dem Thema mal ein paar Gedanken gemacht und mir sind Sachen eingefallen, die vielleicht sogar euch überraschen. Ey, die ist lecker. Das ist fett. Was wir zunächst einmal brauchen, ist das richtige Gefäß. Und das richtige Gefäß sind in meinem Falle Terrakottakästen. Das wirkt für mich einfach am natürlichsten und sieht für mich irgendwie am schönsten aus. Ich hatte hier so zwei kleinere und die werde ich so bepflanzen, dass sie hinterher fast aussehen wie ein großer. Also sehr gleichmäßig. Könnt ihr mal gespannt sein. Ich bin es auch ein bisschen. Mal sehen, was ich mir auswähle aus meiner großen Auswahl. Und dann brauchen wir die richtige Erde. Und die richtige Erde sollte torffrei sein und vorgedüngt. Denn die Pflanzen, die brauchen am Anfang ruhig so ein bisschen Stoff, ein bisschen Energie, dass sie richtig loswachsen können. Und wenn die Erde mal nicht reichen sollte, die ihr gerade zu Hause habt, dann nehmt noch zwei, drei Schippen Erde aus dem Garten mit dazu, mischt es drunter und es geht wunderbar. Ihr müsst dann allerdings mal gucken, ob vielleicht irgendwo ein kleines Wildkraut hochkommt, was in der Gartenerde drin war. Das zupft ihr dann einfach raus. So, dann füllen wir den Kasten mal so bis zur Hälfte und dann suchen wir mal aus dem, was wir hier alles Schönes haben. Ein paar Sachen habe ich gekauft, ein paar Sachen habe ich selber angezogen. Wir wollen ja einen Selbstversorgerkasten hier uns zusammenstellen. Da soll Obst rein, da soll Gemüse rein und das ist ja recht klein. Ich glaube, ein Naschbalkon, Naschkasten würde es auch ganz gut treffen, aber macht auf jeden Fall viel Spaß. Wir fangen mal an mit der Mitte. In der Mitte soll immer etwas Höheres sein und da ich den Kasten als einen Kasten bepflanzen will, arbeite ich links und rechts parallel. In die Mitte das Höchste habe ich hier zwei Tomaten. Die werden vermutlich am höchsten. Ich stelle das mal aus, wie auf dem Beet auch. Auf dem Beet stellt man ja auch immer erstmal alles hin, bevor man es pflanzt. Das mache ich hier auch. Dann kann ich mal gucken, ob es auch gut aussieht hinterher. Auf jeden Fall muss es in die Sonne. Klar, Tomaten sind dabei, die stehen hinterher in der Sonne, diese Kästen. Und die Pflanzen vertragen auch alle Sonne und brauchen sogar Sonne. Was haben wir noch? Spanische Gänseblümchen. Die spanischen Gänseblümchen habe ich deshalb ausgewählt, weil die sollen mir die Insekten an den Kasten ranziehen, anlocken quasi, damit die Insekten dann die Tomaten bestäuben und das andere Gemüse. Auch wieder zwei, einer rechts und einer links. Und die sollen dann hier drüber hängen. In der Mitte die Tomaten und jetzt brauche ich noch was hier in die Mitte. Obst muss rein. Habe ich zwei Erdbeeren und das sind eher so kleinfrüchtige, buschige Erdbeeren. Nicht so wuchernde, in so einem kleinen Kasten ist es auch gut, wenn die Pflanzen nicht so sehr wuchern. Und die kommen zueinander, Seite an Seite, so. Jetzt ist mein Kasten eigentlich voll, hätte ich mal lieber vier Kästen genommen, dann könnte ich jetzt noch eine größere Auswahl treffen. Was man jetzt machen könnte, ich könnte die Tomaten etwas zurückziehen, so, und schaffe so Platz für Pflücksalate. Die sind ganz toll, weil da kann man die ganze Saison über unten immer Blättchen abernten und die in den Salat tun. Ich habe hier so einen rotblättrigen, das ist nochmal eine andere Blattfarbe, das sieht auch ganz schön aus und die setze ich vor die Tomaten. Der sinkt jetzt ein bisschen hinab, den mache ich aber nachher höher. So, das sieht eigentlich sehr, sehr schön aus. Borage hätte ich noch, Petersilie würde noch passen, ich habe noch Schnittlauch, aber ich denke mal, so ist es erstmal schön und so pflanze ich das jetzt ein. The price.
So, ein paar klitzekleine Lücken habe ich hier noch. Und es wäre ja schön, wenn dieser Pflücksalat abgeerntet ist, etwas zu haben, was seinen Platz einnimmt und direkt dann als nächstes kommt. Und da sind geeignet schnell keimende und schnell reif werdende Saaten. Pflücksalat zum Beispiel oder auch Radieschen. Das heißt, in jeden Kasten, in die Lücke mache ich jetzt nur so 4 Radieschen mit rein. Die machen dann auch Spaß, den Kindern auch, wenn die dann reif werden. Schauen wir mal, was da drin ist. Ach, die sind ja recht groß. Wunderbar. So. Das ist ganz lustig, was man hier sieht. Die Samen haben unterschiedliche Farben und auch die Radieschen haben unterschiedliche Farben. Das war mir auch neu, so eine Mischung habe ich noch nie probiert. Bin ich mal gespannt, wie das wird. So, 4 Radieschen in jedem Kasten. Das ist wahrlich genug. Wenn es 6 oder 7 Familienmitglieder sind, dann vielleicht lieber 6 oder 7 Radieschen, damit es keinen Streit gibt. Ja, und bei den Buschtomaten, ja, bei diesen Tomaten, das sind natürlich welche, die für den Kasten geeignet sind. Die habe ich ausgesät und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann einfach mal hier rechts oben klicken, da könnt ihr euch das Video dazu anschauen. Die brauchen irgendwann eine Stütze, ganz klar. Die haben zwar kleine Früchte und sind wirklich Kasten geeignet, aber trotzdem, wenn der Wind so weht, dann brauchen die ein bisschen Halt. Ja, und meine spanischen Gänseblümchen, die ziehen nicht nur die Insekten in den Kasten, sondern die schmecken auch im Salat wunderbar. Und so essbare Blüten in so einem Kasten sind ja eh wirklich schön. Und da gibt es eine ganze Menge, die man nehmen kann. Zum Beispiel Hornfeilchen sind sehr gut geeignet. Eine Augen- und Gaumenweide, Borretsch, die dunkelblauen, leuchtend blauen Blüten vom Borretsch. Das ist wirklich ein Traum. Kapuzinerkresse kann man nehmen. Ja, und wer ein bisschen mehr Platz hat, der kann sogar einen Mini-Obstbaum auf den Balkon holen. Mittlerweile gibt es Mini-Obstbäume in allen Obstsorten, also Aprikosen, Birnen, Pfirsiche, Kirschen, alles ist möglich. Und so ein Bäumchen dann unterpflanzt mit Erdbeeren auf dem Balkon ist doch ein wunderbarer Obstsalat für zwischendurch, der allen Spaß macht, der die ganze Familie freut. Wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier rechts oben draufklicken, dann könnt ihr die anschauen. Wenn ihr noch Ideen habt oder noch Anregungen für mich, dann schreibt die doch unten in die Kommentare. So, das war's. Die kommen jetzt an Ort und Stelle, da wo sie hin sollen. Tschüss.